Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar kommen wir jetzt zu meinem PDF-Dokument, was ich vorbereitet habe auf meiner Homepage. Eben hat mich jemand gefragt, hey, ich peile das irgendwie nicht. Ich habe den auch schon geantwortet. Trotzdem werde ich das Ganze euch jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, damit ihr ungefähr wisst, was ihr damit anfangen könnt. Also, wenn euch das Ganze interessiert mit dem gesamten Ölwechsel, wie, wo war es, dann bleibt dran und schaut euch das an. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, worum es geht, und zwar, ich habe ein Video gemacht über einen perfekten Ölwechsel, was man alles benutzen kann. Einmal geht es hier um Mikrokeramik, Oilstop und Motor Cleaner, wie man das Ganze in Kombination nutzt und wie man den gesamten Ölwechsel damit vollzieht. Und zwar habe ich zu jedem Produkt einmal ein separates Video gemacht, wo ihr die Informationen und die Anwendung einmal gezeigt bekommt und dann einmal ein gesamtes Video, wie das Ganze im Gesamten läuft. Und jetzt einmal dieses Video, wo ich euch das Dokument erkläre, was ich in all diesen drei Videos einmal anpreise. Das Dokument findet ihr auf meiner Homepage. Wie hier unten blende ich das einmal ein: www.markmonetti.com. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam zusammen, dass ich euch das einmal erkläre. Und ich hoffe, wir kriegen das einmal hin, dass das für jeden klar ist, wie das Ganze abzulaufen hat. Ich werde noch ein bisschen was dazu sagen. Und wer mehr in die Tiefe einsteigen will, wie gesagt, schaut euch die anderen Videos an. Alle Videos sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch mal einmal alle eingeblendet, dass ihr so einen Überblick kriegt, was denn hier so alles läuft. So, wenn wir auf meiner Homepage sind, markmonetti.com, gehen wir weiter runter. Ihr habt auch einmal direkt Verlinkungen zu Instagram und zu YouTube. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, weder bei Instagram noch bei YouTube, dann tut das bitte. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn sehr wenige von euch haben bisher meine Kanäle abonniert. Das wäre sehr cool von euch. Und wie gesagt, wenn ihr auch schon mal ein Video gesehen habt, was euch geholfen hat, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. So, geht's weiter. Kommen wir einmal hier auf meiner Homepage meine aktuellen YouTube-Videos, dann einmal die Playlist zu den ganzen Wagner-Produkten. Jetzt sind wir hier da, wo wir sein wollten: Ölwechsel vorbereiten. Weiter unten trotzdem als Tipp noch für euch: Ölberatung. Und zwar, welche L01-Öle sind gut? Das wird noch ein bisschen ausgeweitet für speziell für B58-Motoren, N57-Motoren, N62-Motoren, N52-Motoren, 54, 55. Ich will das ganze Programm halt überwiegend abdecken, dass jeder so weiß, okay, welche sind gute L01-Öle, welche sind gute L04-Öle. Das Ganze habe ich so gebaut mit PDF als Datenblatt, mit Ölanalyse vom Oil Club und einmal so, dass ihr so ein Feedback kriegt, was denn gute Öle sind und wie das Ganze funktioniert. Einmal als kleine Randnotiz. Aber ab geht's zur Anwendung und Dosierung. Das könnt ihr alles anklicken, auch ausdrucken am besten. Das soll euch dabei helfen. Trotzdem, wenn ihr es anklickt, öffnet sich das meistens nur in einem Fenster, so wie das jetzt hier der Fall ist. Leider funktioniert dann die Interaktivität nicht. Ihr seht die ganzen anderen Seiten nicht, jedenfalls mobil. Am Rechner öffnet sich dann Pop-up. Trotzdem könnt ihr Rechtsklick speichern untermachen. Ihr könnt das Thumbnail anklicken, ihr könnt den Text darunter anklicken oder den Button. Alles drei funktioniert, dass jeder das Dokument auch wirklich kriegt. So, ich speichere das jetzt einmal. Anklicken, halten, verknüpfte Datei laden. Zack, habe ich es geladen. Das Ganze ist so zu verstehen, dass das Dokument euch dabei helfen soll, als Hilfsmittel, nachdem ihr die Videos gesehen habt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel jetzt einen dieser Produkte, interessiert euch oder alle drei oder wollt den gesamten Ölwechsel so machen. Dann ist so der Plan: einmal könnt ihr hier auf der Seite zu den jeweiligen Produkten kommen und hier Anwendungsvideo. Die habe ich jetzt gerade heute gedreht und die werden dann hier nachträglich noch eingefügt. Das heißt, hier habt ihr den direkten Link nochmal, wenn ihr nicht mehr so genau wisst, wie war denn das Ganze, bla bla bla. Dann stehen hier die Videolinks, wo nochmal im Detail erklärt wird. Darauf müsst ihr achten, dann könnt ihr es benutzen. Das ist die Füllmenge, so viel braucht ihr, so berechnet ihr das. Trotzdem möchte ich euch dabei nochmal helfen, das Ganze hier auch nochmal mit dem Dokument, wie das gedacht ist, zu verstehen. Also, wie gesagt, ihr könnt einmal alles anklicken, hier könnt ihr anklicken, hier und auch hier. Das ist einmal für euch eine Hilfe, dass ihr, wenn ihr das Produkt bestellen wollt, dass ihr eine direkte Verlinkung dazu habt aus dem Dokument heraus. Bauen wir jetzt einfach mal ganz einfach das erste Beispiel. Und zwar geht es jetzt hier um den Motorcleaner. Der Motorcleaner ist im Prinzip so anzuwenden, dass es immer ins alte Öl vor dem Ölwechsel einzusetzen ist. Das heißt, du hast einen Ölwechsel, du willst den machen, dann kommt ins heiße alte Öl der Motorcleaner. Die Menge davon sind 6 bis 8%. 6 bis 8% von dem Ölvolumen.
Wenn du nicht weißt, wie viel Ölvolumen du hast, dann haben wir hier unten einen Bereich, deine Füllmenge erfahren. Wenn du da einmal drauf drückst, auf Aral Lubricants zum Beispiel, entweder du gibst hier HSN, TSN ein oder kannst hier über die Kategorisierung dein eigenes Auto herausfinden und das dann angeben. Also ich habe meins im Kopf, so zack, BMW 330i N52 B30. Dann seht ihr einmal hier, kann ich jetzt mal, nee, kann ich nicht, egal, seht ihr einmal hier jetzt in der Mitte 6,5 Liter Füllmenge. Dann habt ihr hier den Einsatz, welche Öle die empfohlen werden. Hier hat man eine ganze Liste. Wenn man hier drauf drückt, dann könnt ihr gucken: Hinterachsgetriebe, Schaltgetriebe manuell, dann MTF, LT3, LT2, hydraulische Kupplung, Servolenkung. Das könnt ihr für eure Autos ganz genau gucken, welche Ölvolumen und welche Ölmengen ihr habt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt den Motorcleaner einsetzen wollt, dann müsst ihr 6 bis 8% ist die Füllmenge von dem Motorcleaner, die ihr einsetzen müsst. Hier unten habe ich das einmal als Formel aufgeschrieben. Das ist, ne, jetzt voll mathematisch und so. Also hier, ne, hier ist einmal angegeben, wie man das berechnet. Das heißt, man hat hier einmal die Formel im Prinzip für die 6% und einmal für die 8% und einmal das Ergebnis. Das heißt, ihr könnt für euch selber, wenn du jetzt zum Beispiel ein Beispiel hast, jetzt 5,2 Liter Ölvolumen, also 5,2 durch 100 mal 6 sind 312 Milliliter. So, die Alternative wäre natürlich dann mit 8%. 8% wären dann 416 Milliliter. Das bedeutet, wenn ihr jetzt euren Ölwechsel vornehmen wollt und ihr wisst, okay, die Mengen für diese Dose, die ich jetzt hier gerne benutzen möchte, wären 6,8%. 6,8% sind 300 oder 400 Milliliter. So, Wagner bietet das Produkt jetzt in 300 und in 400 Milliliter an. Das heißt, in dem Fall würde ich von 5,2 Liter die 400 Milliliter Dose ordern und das Produkt dann dementsprechend anwenden. Das gleiche gilt natürlich für das Mikrokeramik. Also, das heißt, wir haben hier das Mikrokeramik. Die Anwendungsmenge hier bei der Mikrokeramik sind 10%. Das heißt, es ist eigentlich sehr einfach. Also auch hier habe ich das einmal erklärt mit den 6,5 Litern. 6,5 Liter hat mein Motorölvolumen. Das bedeutet durch 100 mal 10, eigentlich ganz einfache Mathematik, sind 650 Milliliter, sind 10%. Wenn du jetzt 5,2 Liter hast, ich mache das trotzdem durch, durch 100 sind dann 520 Milliliter, die ihr benutzen müsstet für den Ölwechsel, um die 10% zu erreichen. Das heißt, ihr nehmt dann die 5,2 Liter, zieht dann die 500 Milliliter ab. In dem Sinne seid ihr dann bei 4,7 Liter, füllt 4,7 Liter Öl ein, füllt 500 Milliliter Mikrokeramik on top. Dann seid ihr wieder bei 5,2 Litern und habt 10% Mikrokeramikanteil drin. Das Ganze ebenfalls für den Oil-Stop. Der Oil-Stop wird dosiert mit 3 bis 5%. 3 bis 5% ist einmal hier die Formel, das heißt einmal 6,5 Liter durch 100 mal 3 für die 3% oder mal die 5% sind dann in dem Fall 200 oder 300 Milliliter, die ihr beigeben könnt. Wie gesagt, Oil-Stop könnt ihr immer einfüllen, egal vor oder nach oder mittendrin im Intervall. Das könnt ihr jederzeit machen. Das ist einmal so die Formel. Trotzdem spiele ich das nochmal durch für euch. 5,2 Liter durch 100 mal 3 sind in dem Falle 156 Milliliter, also 150 oder die 5%ige Anwendung wäre in dem Fall 260 Milliliter. So, Wagner bietet das Produkt, glaube ich, auch 200 und 300 Milliliter an. Das heißt, wenn du die 300 Milliliter kaufst, lässt du einfach ein bisschen weg und kannst dann die 50 Milliliter zum Beispiel in den Reservekanister, wenn du regelmäßig Öl nachfüllen willst, kannst du es einfach mit dazugeben. Dann hast du immer ein bisschen mit dabei. Das wäre einmal so eine Möglichkeit, das zu benutzen. Jetzt kommt natürlich die Masterquiz-Frage. Jetzt möchtest du alles auf einmal benutzen. Also vorweg, Motorcleaner immer im alten Öl. Also das heißt, wenn du das jetzt berechnest, berechnest du den Motorcleaner immer für sich alleine. Also Motorcleaner, alte Öl und da beschränkst du dich einfach nur darauf, 6,5 Liter minus den Anteil und das kippst du dann einfach als Summe da drauf, um dann den Motor zu reinigen. Das Mikrokeramik und den Oilstop kann man auch getrennt und gemeinsam benutzen. Und das habe ich einmal hier unten für euch vorgerechnet. Das heißt, für mein Beispiel, ich habe jetzt 6,5 Liter Ölvolumen. Ich möchte 10% von dem Mikrokeramik hinzugeben und 3% von dem Oilstop. Sind dann insgesamt eine Additivierung von 850 Milliliter. Ich runde mal einfach auf. Das heißt, wenn ich jetzt 850 Milliliter auffüllen möchte, muss ich Folgendes berechnen.
Ich nehme das Gesamtvolumen von 6,5 Litern, ziehe die 850 Milliliter ab. Das ist dann das, was ich einfülle. Die 5,6 Liter sind dann die Ölmenge, die ich beim Wechsel einfülle. Das heißt, ne, altes Motoröl mit Motorcleaner abgelassen, Motorölfüllstand 0. Dann fülle ich 5,6 Liter Motoröl ein und daraufhin kippe ich dann hinzu insgesamt 850 Milliliter, die setzen sich zusammen aus 650 Milliliter Mikrokeramik und aus 200 Milliliter Oilstop. Und das könnt ihr auch gemeinsam benutzen. Diese Produkte, ihr müsst euch nicht Gedanken machen, dass ich habe dann nur noch Wasser drin und meinen Motor, oh mein Gott, und wie und was und immer, sondern ihr müsst wissen, dass ungefähr sowieso der Grundbestandteil von dem Basisöl nicht 100% Basisöl ist, sondern kein Öl funktioniert ohne Additive. Die Additivierung liegt in der Regel bei 30% sind Additive. Also ein Öl ohne Additive funktioniert gar nicht. Dann könnt ihr auch Salatöl nehmen. Das würde wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Nicht ganz, aber die Additivierungen sind das A und O für ein funktionierendes Öl. Also wer da ein bisschen Bedenken hat, dass er zu viel additiviert, der sollte sich mal die Gedanken machen, wie viel Grundadditiv denn sowieso in dem Motoröl schon drin ist und wie viel Basisöl vorhanden ist und wie viel die Additivierung ausmacht. Und wenn man dann hochwertige Additive hinzugibt, dann ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass du dann das ganze Verhältnis killst und alles für ein Eimer ist, sondern du kannst das Ganze noch ein bisschen aufwerten. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen, um diese Anwendungs- und die Mischbeispiele zu verstehen in dem Fall, dass man dann einfach hier das so berechnen kann. Ich möchte das Beispiel trotzdem für euch nochmal für die 5,2 Liter durchspielen. Das heißt, wir haben jetzt hier die 5,2 Liter Ölvolumen. Da haben wir eben ausgerechnet, dass wir jetzt hinzugeben wollen 10% vom Mikrokeramik, also 500 Milliliter. Ne? Macht natürlich dann einfacher, weil man ja die 500 Milliliter Dose kaufen kann und nicht irgendwie noch 20 Milliliter extra kauft eine Dose. Das wäre das Mikrokeramik und dann möchte man 3% vom Oilstop hinzufügen. Das ist jetzt das hier. Und die 3% vom Oilstop waren 150 Milliliter. Dann addiert ihr das zusammen, also ganz einfache Mathematik, sind 650 Milliliter Additivierung. Die zieht ihr dann von den 5,2 Litern ab, also 5,2 Liter minus 0,625. Und dann 4,550 kann man aufrunden. 4,6 Liter. Das bedeutet, die Ölmenge, die ihr einfüllt, nachdem ihr das Öl abgelassen habt, sind, ihr füllt in den Motor 4,6 Liter ein und füllt dann on top die Additivierung, also einmal 500 Milliliter Mikrokeramik und 150 Milliliter Oilstop. Genau, so, ansonsten habe ich hier noch das Ganze weitergemacht für euch, dass ich euch ein bisschen helfen kann. Zwar so war das Ganze gedacht, dass ich hier einmal Termin für den Ölwechsel, hast du frisches Öl schon gekauft, hast du neuen Filter gekauft, ist der Motorcleaner am Start, Mikrokeramik am Start, Oilstop am Start, Serviceheftantrag wird in der Regel vergessen, wenn ihr irgendwo einen Service machen lasst und so, meistens vergessen die das, das einzutragen, das könnt ihr dann direkt checken, ne, ob ihr das dabei habt und natürlich, ob der Eintrag vorhanden ist, ob die es vergessen haben oder nicht, haben die den Bordcomputer zurückgesetzt, gerade bei BMW sehr wichtig. Ansonsten, wenn ihr das Mikrokeramik benutzt habt, ins warme Öl einfüllen und den Motor dann noch 10 Minuten, 15 Minuten laufen lassen. Könnt ihr auch hier einen Haken dran machen. Und wenn ihr ganz cool drauf seid, gebt ihr mir noch einen Kommentar und sagt mir, ob das Ganze geholfen hat oder nicht. Und ich hoffe, das war irgendwie klar. Ich habe sehr viel Kuddelmuddel im Video gehabt. Meine Videoeinstellung ist kaputt gegangen, meine Kamera ist ausgegangen. Es war ein bisschen durcheinander. Trotzdem hoffe ich, dass das Video irgendwie geholfen hat. Und wenn ihr Fragen habt, trotzdem immer gerne her damit. Ich helfe euch so gut ich kann. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Egal, ob dieses Video geholfen hat oder ein anderes Video geholfen hat, abonniert bitte den Kanal, wenn eins von den beiden Fällen der Fall war. Kommentiert, wie eure Erfahrungen damit sind, ob ihr Produkte benutzen wollt, könnt oder schon habt. Und wie eure Erfahrung damit ist. Ob ihr das Ganze verstanden habt oder ob das so scheiße war, dass ich das nochmal drehen muss, weil hier irgendwie das ein bisschen kreuz und quer ging. Wenn ja, tut's mir leid, dann mache ich das Ganze nochmal, lasst es mich wissen. Also, das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace. Und mein Kaffee ist auch kalt. Shit.